Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart 8 Deluxe! Wir haben heute zwei Ziele. Und zwar möchte ich erstens Punkte sammeln im Online-Modus. Ja, wir spielen wieder Online-Modus, by the way. Und zweitens neue Maps kennenlernen. Ich habe jetzt auch schon die Berlin-Mauer hier ausgewählt. Die ist, glaube ich, nicht aus Wave 5. Wäre natürlich cool, wenn wir noch ein paar Wave 5er finden könnten. Und wir beginnen mit Pflaster von Berlin. Sieht schon mal ganz cool aus. Ist, glaube ich, Welle 3, wenn mich nicht alles täuscht. Kenne ich halt alle noch nicht. Das heißt, neue Maps möchte ich erstmal euch natürlich vorstellen. Kriegen wir den Start hin. Wäre schon mal richtig knorke. Ja, sehr gut. Und Punkte, weil ich es irgendwie ein bisschen leid bin, die ganze Zeit auf 100 CCM hier zu spielen, weil 100 CCM halt wirklich richtig langsam ist. Ich habe das schon in der letzten Folge erzählt. Ich habe halt diese Speedruns gemacht und die waren immer auf 200 CCM. Und 100 CCM ist ja dann, ich glaube, nicht mal halb so schnell. I don't know, vielleicht aber doch. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich glaube, aua, danke. Ich glaube, 200 CCM ist nochmal eine Hälfte schneller als 150 CCM. Macht das Sinn? Macht gar keinen Sinn, weil 75 wäre die Hälfte. Naja, aber hallo! Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Meckern die mich hier schon wieder alle an. So, was sehen wir denn hier? Das ist wahrscheinlich die Berliner U-Bahn. Man kennt sie, die immer im Kreis fährt. Da links haben wir, glaube ich, die Museumsinsel. Da war auch Dingsturm, der Fernsehturm. Cool, ich war ja neulich erst in Berlin zum One Ok Rock Konzert, deswegen kenne ich das alles noch. Soll das dann der Reichstag sein? Der ist auf jeden Fall ein Teil von der Berliner Mauer. Und hier natürlich das Brandenburger Tor. Nicht das Berliner Tor, wie einige denken. Nein, nein, das Brandenburger Tor. Und die Siegessäule ist das, glaube ich. Ja, also Berlin kenne ich mit mehr aus als in Paris. Wobei ich da auch nochmal nachhaken muss. Bei der letzten Folge, das war, glaube ich, der Triumphbogen. Oder ist das hier die Triumphsäule und dann gibt es auch noch den Triumphbogen? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Ich bleib lieber ruhig, wenn es irgendwie um Wissen geht, um solche Sachen. Na, guck mal, wir sind gerade Erster. Läuft ganz gut. Obwohl ich das ein bisschen merkwürdig finde, dass hier mitten auf der Straße Bäume stehen. Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn das in Wirklichkeit auch so wäre. Und wo sind die ganzen E-Roller-Fahrer? Die fehlen ja auch alle. Wir haben uns gut geschützt und weil ich gegen die Wande geknallt bin, habe ich sogar noch den Doppel-Item-Dings mitbekommen. Sehr gut. Ach ja. Also ich muss sagen, diese neuen Maps, die gefallen mir aber soweit ganz gut. Ich habe auch schon ein paar Maps kennengelernt, die sich so mit jeder Runde verändern. Ich glaube, hier ist das genauso. Man fährt nicht dreimal dieselbe Runde, sondern es sind drei Runden, die sich immer wieder abändern. Finde ich ganz cool bei diesen neuen Maps. Also kann ich nicht nachvollziehen, warum einige gesagt haben, ja, ist ja nur von anderen Spielen hier reingenommen und Nintendo ist voll faul und überhaupt. Wenn die Maps immer cool sind und das Spiel das erweitert, ist das doch gar nicht so schlecht. Naja, oh hier, die Berliner Mauer mit Fromms in der Mauer drin, auch nicht schlecht. Warum spiele ich heute wieder alleine? Ich habe vorhin mit dem Apple Zockt aufgenommen, das habe ich auch in der letzten Folge angekündigt. Der Typ ist auch sympathisch. Wir haben zwei Folgen für seinen Kanal aufgenommen. Und dann wollte meine Oma aber leider mit mir Kaffee trinken. Heißt, ja, da musste ich dann halt hin. Und dann konnten wir leider nichts mehr für mich aufnehmen. Aber es kann gut sein, weil ich ihn halt ein bisschen sympathisch finde, dass wir vielleicht auch noch immer Folgen für meinen Kanal aufnehmen. Also da könnt ihr vielleicht gespannt sein, dass ich mal nicht solo Mario Kart spiele. Und ich glaube, wir werden... Ja, guck mal, easy. Wir sind richtig weit vorne. Das ist ja nice. Neue Map und gleich Erster geworden. Ich kann es halt immer noch, auch wenn ich klein bin. Okay, zweite Map ist meine Map. Ich glaube, eben war auch schon meine Map. Vancouver Wildfahrt. Leider immer noch 100 CCM. Ja, ansonsten habe ich ja natürlich mein Wolfi noch ein bisschen nach links gepackt, weil das letztes Mal richtig dumm war. Da habt ihr dann gar nicht gesehen, auf welchem Platz ich stande, weil ich einfach viel zu weit rechts war. Aber jetzt ist da oben die Map und da rechts meine Platzierung. Naja, jetzt noch nicht, aber die kommt... Ja, da ist sie. Da rechts ist sie jetzt. Die kleine Einser. Ach ja. So, Vancouver. Ich habe gar keine Ahnung, wo Vancouver ist. Ich rate einfach mal, dass das Kanada sein könnte, weil hier alles eisig ist. Also, Erdkunde war nie mein Fach, weiß ich nicht. Hatte ich auch nicht im Abi. Schön alles abgewählt. Ich glaube, ich hatte es kurz drin im Abi, aber dann ausgewechselt für... Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Chemie. Ich hatte auch noch... Was hatte ich denn neben Erdkunde? Ich hatte neben Erdkunde noch irgendein anderes... Religion! Ich hatte Religion drin. War mir aber auch zu anstrengend im Abi tatsächlich. Und stattdessen habe ich dann Physik und Chemie genommen, statt Erdkunde, Religion. Ja, das war mein Abi, Leute. Wisst ihr da auch Bescheid. So, erkenne ich vielleicht irgendwas wieder? Ist Vancouver tatsächlich oder ist Kanada so fortschrittlich, dass sie hier solche krassen Sachen haben? Ich zweifle gerade ein bisschen daran, ob das wirklich Kanada sein kann. Ist Vancouver vielleicht in Asien? Oder in Australien? Ich weiß es nicht. Sieht aber schon ein bisschen amerikanisch aus, oder? Mit den ganzen Pieren und so. Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wo Vancouver liegt, Leute. Damit ich auch mal ein bisschen was lerne in meinen Let's Plays. Ja, ja. Aua, danke. Oh, 100 CCM, ey. Das ist halt die Kacke an 100 CCM. Du kannst nicht sofort wieder sliden, wenn du einmal getroffen wurdest oder so. Finde ich nicht so cool. Da hinter mir haben wir sogar einen Kanadier. Der wüsste bestimmt, wo wir hier sind. Jo. Ansonsten habe ich gerade wieder ziemlich Bock auf
Mario Kart. Deswegen kommt das jetzt vielleicht ein bisschen. Kam ja auch ganz gut an, die letzte Folge. Also hat mehr Likes bekommen als sonst andere Sachen. Oh, was? Hä? Links? Ach, war cool, dass man hier durch so eine Arena durchfährt. Heißt ja, warum nicht? Ich habe sowieso Bock. Hätte auch mal wieder Bock auf einen Speedrun. Allerdings gibt's da momentan nur bei speedrun.com diese 200 CCM für 48 Strecken. Also da sind dann nicht die 9 Strecken bei, die ich ja sowieso noch nicht habe. Ich kann mir vorstellen, dass sobald die 6. Welle auch raus ist, dass es dann nochmal eine Version gibt, wo tatsächlich alle Strecken drin sind. Dann geht der Speedrun bestimmt über 2 Stunden. Das wird... Hey, Will! Nicht in der letzten Runde! Minera! Was soll das? Nee, Mirea! Okay, hol ich mir doch. Du bist mein! Ich hol mich dir, du kannst mich nicht einfach... Oh Mann, jetzt treffen die mich hier nochmal! Nein! Come on, ich möchte bei allen neuen Dingern hier Erster werden. Ah, guck mal, aber hier fährt man doppelt durch die... durch die Kacke. Die hol ich mir noch. Come on! Ich hab mein Feuer activated. Und jetzt habe ich auch noch Feuer in der Hand. Nee, ich glaube, die erste kriege ich nicht mehr. Na gut. Das ist ein bisschen sad. Aber machst du nichts. Zweiter ist auch in Ordnung, I guess. Solange ich jetzt nicht noch mal getroffen werde. Okay, cool. Oh, mal 150 CCM. Cooper Cap. Und ich habe auch nachgelesen, 200 CCM. Ja, wie die mich alle überholen. Ich habe aber auch einen schlechten Start hingelegt. Dann... 200 CCM ist trotzdem sehr, sehr selten. Diese Map kennt man doch irgendwoher. Ist so eine... Danke. Gibt's so eine ähnliche Map nicht auch in der Switch-Version schon? Ich glaube, diese Map... Ja, diese Map ist auf jeden Fall neu. Hier gibt's diese komischen Rampen. Ich glaube, das ist sogar eine Wii-Strecke, oder? Oh, ich bringe das immer durcheinander. Ich weiß, dass ich diese Strecke kenne. Ich weiß nicht, ob ich die kenne von der Switch-Version oder von der Wii-Version. Muss ich nochmal mich schlau machen. Wenn das jetzt im Video drin ist, dann wisst ihr, dass das eine neue Strecke ist. Ansonsten habe ich sie rausgeschnitten. Ja, ja. Cool, oder? Warum erzähle ich das? Voll dumm. Hört ihr doch dann sowieso nicht. Oh, okay, das ist ja... Hä, wieso kam ich da nicht um die Ecke, obwohl das nur 100 CCM ist? Wilde Sache. Naja, aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da mal einen Speedrun zu sehen wollt. Den würde ich dann halt streamen. Das habe ich ja früher auch mal gemacht, bei Twitch allerdings. Jetzt würde ich das bei YouTube machen, dass ich dann ein, zwei Runden einfach mal einen Speedrun mache. Also wo ich dann gegen die CPU mit 200 CCM und Items und so versuche, meine eigene Zeit zu unterbieten, die irgendwie bei 1 Stunde 36 oder so liegt. Hätte ich schon Bock drauf und davon dann halt so 2 Stück. Joa. Könnte dann witzig sein. Oder aber wir machen ein Stream, wo ich einfach meine Punkte, also das, was ich jetzt quasi mache, nur im Video, können wir ja auch ein Stream machen. Dass ich quasi in eine Lobby gehe und versuche, Punkte zu machen, damit ich halt mal ein paar Punkte mache. Ja, und da könntet ihr dann zum Beispiel auch mitmachen. Wenn ihr Mario Kart habt und dann im Stream mit drin seid, dann geht das ja, glaube ich, ne? Ihr bräuchtet dann nur mein Freundescode. Den würde ich euch dann geben und dann könnten wir das zusammenspielen. Ich weiß halt nicht, ob Mario Kart überhaupt noch so beliebt ist, auch als Stream. Und da überhaupt Leute mitmachen wollen. Der Hagenzahn spielt Fall Guys. Da hätte ich auch Bock drauf. Der Hagenzahn. Ja, irgendwie bin ich gerade so auf dem Trip von Partyspielen spielen. Nicht diese normalen Spiele, die man so alleine spielt. Sondern eher so Partyspiele wie Mario Kart. Oh, Mario Party hätte ich auch mega Bock drauf. Hab ich. Habe ich aber erst eine Runde in meinem Leben überhaupt gespielt, die Switch-Version. Mit einem Kumpel, weil das nie einer mit mir spielen würde. Diddle wollte es mit mir spielen, aber der meldet sich nicht mehr. Weil ich ihm nach seiner Uni gefragt habe. Und dann sagt er einfach immer Tschüss. Voll frech. Okay. Letzte Runde. Wir sind fast im Ziel. Ich weiß auch nicht, ob das hier überhaupt so gut ist, wenn man immer diese Banden mitnimmt. Die fühlen sich schon cool an. Die bringen auch so einen gewissen Flow rein. Aber ich glaube fast, man ist schneller, wenn man sie nicht mitnimmt, oder? Wenn man einfach ganz nah... Oh, nein! Oh Gott. Aber ich habe, glaube ich... Ja, ich habe genug Vorwand. Ich glaube, wenn man die Kurven aber ganz eng nimmt, dann ist das, glaube ich, besser. Als wenn man da die Kurven hochgeht. Außer man braucht ein Item. Okay, Zelda's Castle... Werde ich rausschneiden. Aber natürlich werde ich auch in Zelda's Castle. Erster? Oder auch nicht? Ah, warum habe ich das gesagt? Oh Mann, ich bin kurz vor Ziel. War die ganze Zeit Erster. Also Wheel Talk. 2,5 Runden war ich Erster und jetzt ein Roter und ich werde einfach nach hinten durchgereicht. Oh Mann. Oh, nice, danke. Sorel. Okay, immerhin Zweiter. Ist auch in Ordnung. Okay, jetzt habt ihr gar nichts von dieser Runde mitbekommen, aber na gut. Ab zur nächsten Runde. Wasserpark, muss ich euch auch nicht zeigen. Aber ihr kennt mich, Leute, auch im Wasserpark! Der hat doch getroffen, der Rote! Was? Der war doch schon durchs Ziel durch. Der Rote war schon an dem vorbei und hat ihn noch vorm Ziel getroffen. Das war ja richtig assig. Oh mein Gott. Okay, jetzt aber bitte nochmal eine neue Strecke. Ich will euch zumindest... Wie viel hatten wir denn jetzt? 2 neue Strecken? Dann würde ich euch 3 neue Strecken zeigen. Das wäre doch... Oh ja, Bartparcours! Ich habe richtig Bock auf Bartparcours. Ich glaube, das ist sogar aus Welle 5. Aber die sah von den Vorschaubildern richtig witzig aus. Ich glaube, da ist man einfach in so einem riesigen Bad drin und ist selber ganz klein. Ja. Das sah so ein bisschen fiebertraummäßig aus. Oder wie
Schätzchen, ich habe unsere Kinder geschrumpft. Irgendwie so hieß das, ne? Da gab es auch ganz viele. Oh, ich habe wieder den Start nicht hinbekommen, weil ich immer erzähle. Oh, man kann auch bei allen hier Tricks machen. Oh Gott, okay, ich glaube, das ist eine Map, wo man wirklich bei jeder kleinen Erhöhung einen Trick machen kann. Okay, hier ging das mal nicht. Jetzt gehen wir in die Badewanne rein mit integrierten Duschkopf. Lol, habt ihr gesehen, da an den Seiten, da waren so, wie heißen die, Badekügelchen. Und die haben den einen nach oben geschleudert. Oh, das müssen wir in der nächsten Runde auch mal ausprobieren. Das sah witzig aus. Hier hat jemand seinen Ehering verloren. Ach, jetzt sind wir in der Kanalisation. Ja, auch witzig. Mega cool. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Okay, einfach aus der Spüle oder was? Okay, eine Spüle mit einem Ventilator drauf. Wer packt denn? Oh, ist aber eigentlich gar nicht so dumm, oder? Damit das Geschirr schneller trocken wird. Finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist aber eine sehr komische Küche, muss ich sagen. Ja, Küche, ne? Na, Bad und Küche ist ja nicht dasselbe. Wer packt denn einen Ventilator in ein Bad rein? Damit die Scheißepartikel überall hinkommen, oder was? Damit... Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Und hier scheint sich auch nichts zu verändern. Das scheint tatsächlich eine zu sein, wo jede Runde gleich ist. So, aber ich will jetzt mal so eine Kugel ausprobieren. Danke, ich nehme die Kugel trotzdem mit. Ah, die funktionieren nicht mal! Okay, man muss die von oben treffen, damit man nach oben geschleudert wird. Okay, das war jetzt richtig dumm, aber ich wollte es ausprobieren. Für die Wissenschaft, Leute, ihr kennt mich. Für die Wissenschaft tue ich alles. Azulina AP. Okay, aber das ist ja doof. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass diese Map tatsächlich ganz neu ist. Also die wurde nicht... Okay, danke. Recycelt aus irgendeinem anderen Spiel, sondern die ist tatsächlich für diese Wellen neu gemacht worden. Wenn das so wäre, dann wäre das ja schon mal ganz cool. Ich kenne sie auf jeden Fall noch nicht. Ich habe sie aus keinem anderen Spiel irgendwo mal gesehen. Oh, können wir bitte ins Klo? Hätte man bestimmt gekonnt. Ach, das Klo hat uns jetzt hochgespült, oder was? Da ist das ein Kabelkleber oder was auch immer das ist. Und ein Schwangerschaftstest? Nee, das war einfach ein... Würde ich aber feiern, wenn Nintendo so einen Schwangerschaftstest hier in sein Spiel reintut. What the fuck, ey. Okay, die verändert sich doch. Aua. Also die zweite Runde war jetzt ganz anders als die erste. Kann aber auch sein, dass das nur wegen des Klos war. Ja, schon. Habe ich jetzt aber nicht darauf geachtet, ob die in der ersten Runde auch schon offen war oder nicht. Man hätte da oben links auch noch auf die Schwämme gehen können. Voll chillig. Und wieso sind die... Da waren Zahnbürsten in der Badewanne. Oh Gott, macht ihr das auch, Leute? Oh, voll dumm hier. Es gibt ja Leute, die in der, also zumindest in der Dusche, ihre Zähne putzen und da reinpickeln und alles Mögliche machen, weil sie keine Zeit verlieren wollen. Ich gehöre da nicht dazu. Aber in der Badewanne? What the fuck? Also in der Badewanne reinpinkeln wäre schon mal mega eklig. Und ich möchte aber doch auch nicht in Zahnpasta baden. Mega weird. Oder man hat mit den Bürsten irgendwas anderes gemacht. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall auch wieder hoch. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Die Map gefällt mir soweit. Wir sind auch relativ weit vorne. Da war das Ziel. Oh, man hätte hier rechts auch noch rangehen können. Wild. Oh, guck mal, das ist bestimmt mega die Abkürzung. Ich glaube, das Spiel hat uns gerade Abkürzung gezeigt. Der Sorel scheint aber gut zu sein. Oder die Sorel. Die Uwu-Sorel. Okay, cool. Ja, dann haben wir drei neue Maps gesehen. Und also von den ganz neuen, glaube ich. Oder ne, vier, ne? Vier neue Maps und eine aus der Welle 3 oder sowas. Cool. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und schreibt mir auf jeden Fall mal rein, wie ihr das findet wegen Stream und so. Und ob ihr da mitmachen wollt und wer was hätte und so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.